Das folgende Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Auf dem Weg zum Ring mit einem Kampfgewicht von 85 Kilogramm aus Budapest in Ungarn. Dann fängt Maverick! Ein Rückkehrer nach Berlin. Der dämonische, der gruselige Maverick. Yeah. Viele von euch werden ihn kennen von GWF Who's Next. Dass er zu diesem Monstrum wurde. Wir wissen bis heute nicht, was in diesen Mann gefahren ist, um zu diesem dämonischen Monster zu werden. Oh. Ich glaube, da haben sich zwei gesucht und irgendwo auch gefunden. Stoisch starrt hier Yokai in die Fans. Nimmt keine Präsenz von ihm. Auch Maverick. Ehemaliger HCW-Champion. Hat einiges in Ungarn gerissen. Und möchte jetzt weiterhin in Deutschland durchstarten. Deswegen ist er heute da bei Project Nova Wrestling 10. Auch methodisch geht er hier zu Werke, versucht Yokai am Boden zu halten. Aber auch Yokai ist mit der ringerischen Finesse eines Dämonen ausgestattet. Kennt keinen Schmerz. Obwohl das ziemlich wehtun muss. Es geht auf jeden Fall gegen den Ellbogengelenk. Und du kannst dir auf jeden Fall vorstellen, was passiert, wenn man gegen den Ellbogengelenk einfach mal durchkracht mit der Schulter. Aber
Yokai versucht diese Dominanz irgendwo festzuhalten. Schöner Hip-Toss. Hat ihn hier am Boden. Versucht ihn die Kraft aus dem Körper zu pressen, bevor irgendwelche Aktionen durchkommen. Herzcäsar und ausgeschafft. Beide starren einander an und kreisen sich wie die Gladiatoren im antiken Rom. Dass wir sowas in Berlin erleben, Sepp. Wer hätte das erwartet? Maverick befehlt der Gegner hier auf die Matte, setzt den Ankle Lock an. Aber Yokai drückt sich nach oben gegen das Kinn. Versucht sich zu befreien, aber Maverick hält weiter fest wie ein Schraubstock. Abgestoßen. Beide starren sich wieder an. Gehen aufeinander los. Lock up. Halten. Versuchen die Kontrolle über den jeweils anderen zu erhalten. Aber keiner kann hier das Heft des Handelns so wirklich fest in den Händen behalten. Schöner Wristlock, wie wir schon einige Mal am heutigen Abend sehen konnten. Durchgerollt. Hammerlock. Bis jetzt ist es einfach nur ein Hin und Her. Und da haben wir den Reptil zu spüren. Normalerweise schafft es Maverick, seinen Gegner mit seiner ganzen Art irgendwie zu verwirren, abzulenken. Aber bei Yokai verpufft das. Sowas hat Maverick auch noch nicht erlebt. Dass jemand so unbeeindruckt von seinem Wahnsinn, von allem bleibt, was Maverick ausstrahlt. Abgetaucht. Wieder dieser Blickausfall. Da provoziert Maverick den Yokai. Das lässt er sich sicher nicht gefallen. Ab zu Boden. Neckbreaker. Springboard. Splash. Cover 1, 2, nein. Yokai noch im Geschehen. Wieder ist Maverick am, ja nicht am Mann, sondern am Dämon. Fixiert Yokai hier in der Ringecke. Und da merkt auch Yokai, er hat es nicht mit einem anderen Wrestler zu tun, sondern mit einem Reptil. Da muss er sich schon was ganz anderes einfallen lassen, wie im Vergleich zu seinen bisherigen Gegnern. Vor allem ein ehemaliger HCW-Champion. Aber auch der kann Yokai noch nicht bis drei am Boden halten. Yokai kommt langsam wieder auf die Beine, kann sich hier befreien. Oh, schöne Klatsche von Yokai. Harte Backpfeife. Was macht er denn jetzt da unten? Was hat er sich denn da gegriffen? Der drückt ihm die Maske aufs Gesicht. Und eine mit der harten Maske ins Gesicht. Roberto hat es nicht gesehen. Eins, zwei, nein. Ja, so leicht lässt sich das Reptil nicht runterkriegen. Kaltblütig wie eh und je. Maverick rollt sich hier aus dem Ring, versucht etwas durchzuschnaufen. Aber Yokai stellt ihm sofort wieder nach. Krachender Chop vor die Brust. Yokai gibt den Fans nicht, was sie wollen. Yokai macht nur, was Yokai will. Ah, harter Facewash. Maverick hängt hier in den Seilen. Yokai mit Maß. Abgetaucht auf den Apron. Aber mit der Kehle voran aufs Seil. Das ist im mittleren Seil. Und den Kick ins Gesicht. Der hat geknallt. Aber Yokai lässt sich hier viel zu viel Zeit. Cover. Eins, zwei.
Und diese ein, zwei Sekunden reichen Maverick, um genug Kraft zu tanken, um die Schulter von der Matte zu kriegen. Denn es manchmal ist es nur eine Sekunde, Abdul, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Das stimmt. Das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Joka geht in die Ecke mit Maß. Knee-Drop! An die Schläfe. Eins, zwei. Aber auch das reicht noch nicht. Der Reptil ist immer noch da. Rollt sich hier aus dem Ring. Aber Joka sofort wieder da. Zieht an den Haaren. Wird hier auch sofort moniert. Schulter in den Magen, übers Seil. Sunset Flip, eingerollt. Eins, zwei. Kickout. Und da steht er direkt schon wieder. Und ein Ex-Handle hinterher. Auf die Matte geht es. Cover. Eins, zwei. Nein. Immer noch da. Yokai steht wieder vor seinem Gegner, holt ihn wieder, nein, holt ihn nicht wieder auf die Beine. Der befreit sich, harte Schläge ins Gesicht. Vorarm um Vorarm, schlägt am Kinn von Yokai nieder. Ausgehoben, aber greift ihm hier in die Augen. Und da ist er, dieser DDT. Und die Submission. Das muss es doch gewesen sein. Zeigt ihn, dreht ihn, hält ihn in der Ritte des Rings fest. Maverick muss hier doch jetzt aufgeben. Aber er kämpft, er krallt, er will sich hier nicht geschlagen geben. Und da ist es, die Fans, die feuern Maverick an und versuchen ihm wieder die Kraft zu geben, hochzukommen. Und er schafft es, dreht sich frei, Cover. Eins, zwei. Kick out. Abgetaucht. Oh, schöner Dropkick vom Reptil. Wo holt Maverick diese Kraft denn noch her? Langsam kommt er wieder auf die Beine, zieht sich an den Seilen nach oben. Aber auch Yokai kommt langsam wieder auf die Beine. Maverick kommt herangewetzt. Elbow. Enzuigi. Backbreaker. Schöne Kombination von dem Reptil Maverick. Vom zweiten Seil, vom und nach oben. Facebuster. Facebuster vom obersten Ringseil. Aber auch das hält Yokai nicht unten. Siehst du diese Fassungslosigkeit im Gesicht von Maverick? Das sind, wie gesagt, keine Menschen, die kämpfen. Deswegen braucht sich Maverick auch was ganz anderes einfallen zu lassen, um einen Dämon zu besiegen. Jetzt soll hier Feierabend sein. Lädt sich Yokai auf. Aber der greift ins Seil. Befreit sich. An die Kehle. Abgetaucht. Springboard. Ida in die Klaue. Abgeräumt. Eins, zwei. Und Maverick ist immer noch im Geschehen mit dabei. Fassungslosigkeit im Gesicht des Dämons zu erkennen. Er fragt sich auch jetzt, was muss ich noch tun, um den am Boden zu halten? Da kanalisiert er, sieht die Energie, holt sie sich. Will aufs oberste Seil, wie es aussieht. Auf den Apron geht es. Langsam, Schritt für Schritt nach oben. Aber da ist auch wieder Maverick. Hält Yokai davon ab, fixiert ihn auf dem Ringpolster. Aber Yokai befreit sich mit einem harten Schlag. Enzo Igiri! Und da sagt Yokai ein, Maverick direkt dran. Sehen wir jetzt nun gleich einen Superplex. Er versucht es, aber Yokai hält dagegen. Headbutt! Maverick fällt! Yokai steigt nach oben. Seinen Plan weiter verfolgend. Nimmt ganz genau Maß. Oh! Codebreaker! Abgefangen mit einem Codebreaker. Doppeltes Knie direkt ins Gesicht. One.
Beide draußen. Dieses Match kann auch durch einen Countout beendet werden. Yokai sofort wieder da. Daneben. Und er spuckt ihm ins Gesicht. Die Farbe trifft. Green Mist und Knie hinterher. Aufgeladen. Ist das das Ende? Was für eine Schlacht. Sieger dieses Matches, The Unfamed Maverick! Er hat es geschafft. Der Rückkehrer Maverick ist siegreich bei Project Nova. Was macht Yokai denn da? Schnappt sich hier diesen Kampfsportstock. Ist wieder da. Yokai wartet. Er will ihn doch nicht. Das passiert, wenn man sich mit einem Dämon anlegt. Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen.